Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu Deltarune Chapter 2, Folge 2. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das Menü öffnet, aber scheiß drauf, wir machen heute weiter, nachdem wir letztes Mal die Stadt erkundet haben. Ja, ich hab das Menü gefunden. Heilt einen HP? Und das ist halt ein krasses Item. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Das war ein krasses Item. Ich mach's mir halt selber schwer, Leute. Einfach damit, dass ich unfähig bin. Ich bin ein Keck. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Button. Ich weiß nicht, weshalb. Wirklich ungelogen durchgehend. Level 2 Leader. Level 2 dunkler Ritter und Level 2 dunkler Prinz. Hat jetzt Freunde. Guts 2. Lila, ja. Unhöflichkeit 89. Fluffiness 2. Die Beschreibungen. Und hier haben wir den ersten. Ich drücke jedes Mal den falschen Button. Save Return Storage Recruits. Irgendwie. Dieses Rekrutensystem bin ich mal sehr gespannt. Und hui, wir sind im Schloss. Es ist ein bisschen gruselig, sich an einen neuen Ort zu begeben, aber. Ja. Ich bin bei. Und das ist ein Kleiderständer. Prinz Ratzer, ich werde deinen Wut aufbewahren, bis du ihn brauchst. Wow. Der hat seinen Job gefunden. Du wolltest nur deine fette Bude vorzeigen, oder? Nein, nein. Was ich euch zeigen will, ist oben. Digga, der Flex. Zweite Etage. Die Tür ist verschlossen. Hier. Ah. Wir sind immer noch hinter Gittern für aus irgendeinem Grund, aber okay. Wir haben uns dran gewöhnt, den Ort zu mögen. Yes. Wir wollten uns als Könige verkleiden. Kultureller Austausch. Oh. Warum ist dann fettes Hamsterrad? Aber der Endboss aus Chapter 1, der King. Die Lightners. Wollt ihr mich hier wieder... Wollt ihr euch über mich lustig machen? Ja! Friss das, alter Mann! Warum hat er dieses riesige Wasserding? Neidisch nicht! Dann seht euch in Neid um, Opfer! Wenn ich von diesem aus dieser riesigen Hamsterflasche trinke... Oh mein Gott. Zum Glück kennt ihr die Insider-Jokes von einem Server, den ich mit vielen Leuten hab, nicht. Aua, der Typ ist literally ein fetter Hamster. Fühlt die Verzweiflung. What the fuck? Übrigens. Ist mein Sohn glücklich? Als ob dich das juckt! Du wolltest ihn von einem Cliff werfen! Eure Vorurteile haben meinen Bluff zu effektiv gemacht, aber... Selbst wenn ich ihn geworfen hätte, er würde einfach, ne? Abprallen! Mein Sohn ist... sehr bouncy! What? The fuck war das? Und... Och, nicht du.
nicht das... What the fuck, Digga? Der Typ ist einfach nur ein fetter Hamster. So, hier ist Upstairs. Ich hab eine Überraschung für euch. Ich hab Räume für euch im Schloss eingerichtet. Was? Zimmer? Also könnt ihr hier bleiben, wenn ihr wollt. Ich wäre froh, wenn dieser Ort einfach wie ein zweites Heim für euch werden könnte. Ein Ort, wo ihr hin könnt, was auch immer gerade passiert draußen. Also, wir gucken uns mal an. Yep. Sheesh. Die Farbgebung ist nice. Ich fühle das. Und auch die Sterne hier am Himmel. Hier ein Kleiderschrank voller Zeug. Ein Schrank. Alles Mögliche könnte da drin sein. Vielleicht wenn du hier deine Anleitung behalten willst. Oh Gott. Das Bett. Like sleeping on a dream. Machen wir weiter mit den Verschwörungstheorien. Also, das ist nochmal ein Hinweis auf meine Theorie, dass Deltarune ja auch nur eine Einbildung der beiden Hauptcharaktere ist. So, hier ist dann Susie. Und Susie, das ist dein Raum. Ich, hab versucht, was zu machen, was du magst, aber du kannst alles reinpacken hier, was du willst. Ich hoffe, du magst es. Da sind Äxte. Ich glaube, das reicht. Mein eigener Raum. Ich glaube, das ist cool. Mein eigener Raum, wie das hier. Wie lange hat's für dich gedauert, das zu machen? Seitdem ich euch zum letzten Mal gesehen hab. Mann, bist du richtiger Weenie, weißt du's? Ich glaube, sie mag's, Chris. Bist du neidisch? Ich hab den coolen Raum. Guck's dir an. Oh mein Gott, da ist alles drin. Tannenzapfen, Kreide, Moos und Salsa? Eisstücke? Die schwarze Asche vom Toaster? Was auch immer das letzte ist. Oh, und tatsächlich Essen. Ja. Ah, die Klamotten zerstören sich gegenseitig. Neidisch, Chris. Susi, du hast das nicht gelesen bisher, deswegen habe ich auch hier eins. Ich werd's nicht lesen, lol. Das Spaß, ich lese es zum Einschlafen. Oh, Front. Da kann man irgendwann noch hoch. Wessen Raum das nur sein könnte. Lancer, du wirst nicht glauben, wie sick mein Raum ist. Ein Raum so krass wie du? Ich will's sehen. Ich werde hier weiter Löcher buddeln, bis ich deinen Raum erreiche. Der hat eine Tür, weißt du? Echt? Krass! Peachy Boy hat dir wirklich alles gegeben. Der Button geht also auch fürs Menü. Ich habe die Pfeiltaste verfehlt, weil ich nicht nie am PC spiele. Krass, es ist besser, als ich mich erinnert habe. Ich habe jetzt sogar ein eigenes Bett. Jetzt muss ich nicht mehr in einem Loch schlafen. Ich dachte, du hattest schon ein Bett. Nee, das war fürs Bike. Warum ist das so funny? Warum lache ich darüber? Damit kann man nicht interagieren. Alles klar. Es ist eine Schaufel. Jo, dann haben wir uns die Räume angeguckt. Und jetzt? Also was machen wir jetzt? Guckt euch die Stadt an, bis ihr bereit seid zu gehen. Als ob wir jetzt gehen, ne? Genau das werden wir tun, weil ich mir die Stadt in der letzten Folge angeguckt habe. Ach, hier koche ich. Du kochst alles in einem riesigen Hexentopf. Natürlich. Kesselkochen ist sehr effektiv. Hier, guck mal. Kuchen.
bisschen zu... Den solltet ihr teilen. Hey, jeder hätte mich aufhalten können. Das ist nicht, wie Kuchen funktionieren. Wie wär's mit einem Erdbeerkuchen? Es gibt ein Stück Kuchen in deinem Kühlschrank, Susi. Aber es ist nicht kesselfrisch. Oh, warum? Warum sind solche Witze die lustigen? Und hier können wir noch lang. Hier links war ich noch gar nicht. Ein Loch in der Wand mit nichts drin. Oh, es ist eine wirklich tolle Stadt, wirklich, danke. Also warum stehe ich hier hinten allein rum? Ein bisschen Selbstreflexion. Ich realisiere, dass ich vorher wirklich nicht toll war, also... Bin ich immer noch! Ich kann die Gesellschaft nicht aushalten. Ich werde jetzt auf der Spitze von diesem Cliff leben. Wenn ich irgendwann die Gesellschaft wiedersehen will, dann komme ich zurück. Ich danke für dieses wunderbare Heim. Ich werde es nicht nutzen. Ah. Dachte, ich könnte da jetzt vielleicht hoch. Das ist ein Charakter, mit dem ich relaten kann. So. Du standest vorhin noch nicht hier. Mr. Gesellschaft ist weg. Nicht... ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Es ist nicht eure Schuld, er wird irgendwann zurück sein. Oh, eine Raupe. Ohne Bäume muss ich meine... Scheiße, Mineralien sammeln, indem ich Klamotten esse. Das ist der Weg des Wurmes. Wait a fuck. Okay, ich esse auch Klamotten. Chris? Es schmeckt scheiße, brauchst nicht probieren. Woher weißt du das? Well, dann. Ich mag es so zu sein. Sag's niemandem. Es ist verschlossen. Vielleicht öffnet es sich nie wieder. Ach, wait, meinten sie mit Stadt erkunden, bis wir bereit sind zu gehen, wieder in die Lichtwelt zu gehen, oder? Warte, Chris, wir gehen, aber wir sind gerade erst hergekommen. Mann, ich will unsere Gruppenarbeit nicht tun. Oh, ihr beiden habt Hausaufgaben? Well. Susi, Chris, ihr müsst das gleich machen. Schule ist wichtig. Ich werde euch von diesem Königreich verbannen, bis ihr euer Projekt beginnt. Meinetwegen, ich mach's schon, Jesus. Susi, keine Sorge, ich komm mit und helf euch. Warte, Lancer, vielleicht solltest du nicht... Zu spät, Friendship Farm! Lancer wurde zu meinen Schlüssel-Items hinzugefügt. Wo ist er? Keine Sorge, ich hab euer Inventar betreten. Ich chill einfach in Chris' Tasche. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Fürchtet nicht, ich auch soll euch begleiten. Nein, danke. Nein, als Team sind wir wahrlich. Roxels ist auch ein Schlüssel-Item, auch wenn niemand das wollte. Doch, ich will den! Boah, Digga, bitte sag mir, der ist durchgehend Team-Member in dem Kapitel. Ich will den, Alter. Okay, lass uns verpissen. Bis bald. Oh mein Gott, wir haben fucking Shakespeare von Wish in unser Inventar bekommen. Und Sans von Wish. Scheiße, ich denke, das heißt, wir müssen unser Projekt machen. Zumindest haben wir Lancer, ne? Lancer? Wo bist du? Scheiße, ich glaube, er ist doch weg. Also, wo sollten wir hingehen? Was? Die Bücherei? Meinetwegen.
Ja. Ja. Noch einmal die Bestätigung. Lancer und Shakespeare. Der heißt übrigens Shakespeare. Ist es eigentlich jetzt gehofft, dass ich zum Fick weiß, wo genau die Bücherei ist? Weil ich hab keine Ahnung. Oh. Leute, ich hab sie gefunden! Das ist nicht gut für den Verkehr. Damn, ich hab ganz normal den Verkehr geregelt. Und dann auf einmal ist so ein Hund mit einem Spielzeugauto vorbeigefahren. Und er hat Donuts gemacht im Chaos. Die ganzen Autos der Stadt wurden hier zusammengeschlagen. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber... Hey, verpiss dich, ich muss Heavy-Lifting machen. Auf Deutsch, Spiele wie Pokémon machen sehr sinnlose Invisible Walls. Deltarune macht das auch, aber es weiß das. Okay, wir sind hier. Schule. Bücher, scheiße, ey. Richtig Bock. Hey, wo ist eigentlich jeder? Irgendwie. Was los hier? Fuck it, lass uns Space Pinball auf dem Computer zocken. Hä? Das ist wie... Das Innere vom Schrank? Chris, du glaubst nicht, dass das eine andere dunkle Welt sein könnte? Oh mein Gott, die Story von dem Game ist jetzt wahrscheinlich echt, dass 7 Tage, eine Woche lang, jeden Tag gehen wir mit Susi in irgendein anderes Gebäude und werden eine andere dunkle Welt finden. Oh mein Gott, das macht Sinn. Also... Das heißt, wir können unser Projekt wohl nicht beginnen, außer, du weißt schon, wenn da eine dunkle Fontäne ist, kannst du sie versiegeln und dann wird da wieder der Computerraum sein, nicht? Also, was tun wir? Wir benutzen den Computer bei mir zu Hause. Chris, du hast recht. Ich meine, du hast einen korrekten Fakt gesagt, aber du hast einen Fehler gemacht. Den Fehler, mich zu kennen, weil wenn ich ein riesiges Loch sehe, dann will ich reinspringen. Und solange du dabei bist, werd ich dich mit reinziehen. Los! Well, das habe ich erwartet. Okay, ich habe ehrlich gesagt schon fast damit gerechnet, dass wir andere Kostüme bekommen. Das ist neu. Ich drück immer den falschen Button, Alter. Ich drück immer X, weil auf dem Emulator, den ich bestimmt nicht nutze. Da ist das. Und wir haben einen Save Point. Dark World? Hui. Was bist du? Die Kabel. Was ist mit denen? Oh. Wait a minute. Oh Gott. Ich bin Meister Dodger. Jeder war. Okay, irgendwas ist hier ganz dick falsch. Jeder wurde. Rette uns, sie wird. Oh. Hilfe! Irgendjemand, bitte! Susi? Cool, dass du hier bist, aber... Verpiss dich, bevor es zu spät ist! Oha, dass sie in diesem Kapitel was macht, war recht klar. Und...
eine Lernrunde. Wer zum Fick bist du? Ich bin Seriennummer Q5U4EX7YY2E9N. Aber ihr närrischen Kinder könnt mich Queen nennen. Hä? Als ob wir dich so nennen. C5U37. Queen. Also guck mal hin, Queen. Wir sind keine Kinder. Teenager sind auch nur große Kinder. Und Erwachsene sind noch größere Kinder. Ja, die Erklärung da links oben ist sehr interessant. Macht das dich nicht auch zu einem Kind? Nein! Was zum Fick ist dieser Charakter? Nice! Oh mein Gott, was ist das? Nein, ich bin ein Computer. Schlau! Computer? Also, danke für das Gespräch, aber ich muss nun gehen. Tschüss. Ey, warte eine Sekunde, warum hast du Noel gefangen? True! Ich hätte euch auch eingefangen, aber ich hatte keine Käfige mehr. Ja, warum das Einfangen? Also, sie wird mein was zum Fickes Pieren. Also, ich werde sie auf jeden Fall für die Weltherrschaft benötigen. Vielleicht mache ich auch ihr Gesicht zu einem Roboter? Was zum Fick? Das ist cool. Vergiss es, Dude. Niemand macht irgendwessen Gesicht zu einem Roboter. Könnte das etwa eine Bekundung von was auch immer das ist sein? Ich kann es mir bedenken, aber... Du willst kämpfen, Loser? Ja, ja! Oh, dann tschüss. Warte eine verdammte Sekunde. Ich habe keine Zeit für derartige Ungehobeltheiten. Und ich würde deinen Arsch sowieso versohlen. Aber vielleicht jemand anderes könnte euch... Oh. Genießt eure Vernichtung. Oh, oh mein Gott, das ist... Oh. Wehrkabel. Die sind beide müde, aber wir haben kein Rail-Say. Machen wir mal das. Och nö. Oh! Der Sniper! Aua. Der Sniper ist einfach da. Brauche ich noch mal... Ja, das eine Kabel hat sich gelöst. Der Angriff ist mies. Hilfe, ich werde vom ersten... Oh, ich werde tatsächlich vom ersten normalen Gegner geboostet. Nein, werde ich gar nicht. Wait a minute. Nein. Wir wollen hier schlau sein. Und das heißt... Wir machen das und das. Ein von sechs rekrutiert. Okay, die Solo-Attacke ist deutlich angenehmer in meinen Augen. So, damit haben wir gewonnen. Hey, nicer Kampf nach so langer Zeit, also lass uns zur Queen. Oder auch nicht. Oh. Hä? Sie haben sich beruhigt? Ich hab nur mein Pacify benutzt, um sie einzuschläfern. Ralsei, du bist hier? Ich hab eine dunkle Präsenz gefühlt und bin rübergekommen. Ich glaube, eine neue dunkle Fontäne ist aufgetaucht. Ralsei, sie haben Noel. Verdammt. Was will sie in unserer dunklen Welt? Ich finde das Gesicht gerade oben. Wenn wir nichts tun,
Könnte sie... Keine Sorge, Susi. Wir werden nur die Fontäne versiegeln müssen. Ja, ja. Ich meine, ich kann nicht wütend über ein anderes Abenteuer sein, ne? Los, Chris! Ab geht's! Los geht's! Deltarune, Chapter 2! Das ist Arcid as fuck. Die Musik, Alter. Als ob ich gedodged bin! Sheesh, die Musik! Bruder! Oh mein Gott. Bruder, ich fühl's! Aber leider muss ich an dieser Stelle für heute Schluss machen. Wir werden uns wiedersehen in der nächsten Folge von Deltarune, Kapitel 2. Und boah, ey, ich hab Bock! Ich hab Bock, Alter, das Spiel macht Spaß. Gefällt mir bisher, muss ich sagen, echt gutes Stück besser als Kapitel 1. Wir sehen uns.